One, two, one, two, three, four. Ich grüße euch. Hallo, Leute. Heute zeige ich euch den Shaamba, den femininen Shaamba. Und er hat 8 Schläge und gehört zu der Gruppe der Roll-Ons dazu. Roll-Ons heißt es deswegen, weil die Hände sich die ganze Zeit abwechselnd bewegen und es Taps gibt. Das werdet ihr gleich erfahren. Also ich zeige euch erstmal die Struktur von Shaamba. Es beginnt, ich mache es mal überdeutlich. Ja. Ich spiele den erstmal langsam vor und dann erkläre ich das. Das sind die 8 Schläge nochmal. So, jetzt machen wir es einzeln. Also der erste Schlag mit der Haupthand ist meine rechte Hand im Bass. Und die Hände sind immer abwechselnd. Also, ich mach's noch langsamer. Wir haben hier also 3 Bässe. 2 mit der Haupthand und dann einer mit der Nebenhand. Ich mach's nochmal langsam. Nun etwas schneller. So, nun sagte ich ja, es gibt Taps. Das heißt, die Trommel wird nicht zum Klingen gebracht, sondern wird nur so angetappt, ja, wie so kleine süße Katzenpfoten. Und das heißt, ihr lasst eure Hände am besten in der Mitte, in der mittleren Drittel so. Ihr bewegt die gar nicht jetzt, wie ich es vorgemacht habe, an den Rand. Das war jetzt nur zur Verdeutlichung, damit ihr das sehen könnt, ja, und auch deutlich hören könnt. Und dann haben wir das so, dass ihr die Bässe spielt und der Rest ist Tap. Ich mach's mal ein bisschen schneller und werde mal langsamer. So, das mache ich mal noch langsamer für euch. Und ja, das war's schon. Das ist der Shaamba, das ist ein Dschungelrhythmus. Ein tiefgrüner, saftiger Dschungel. Er hat eine mystische Komponente und er ist auch der Rhythmus der Liebe, der leidenschaftlichen Liebe und des Mysteriums. Und ich beginne jetzt den Rhythmus langsam zu spielen, werde immer schneller und damit endet dann auch das Video. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich bin Ingo Gutmann. Los geht's.
möchte noch hinzufügen, dass ihr da, wo ihr Tabs habt, könnt ihr jetzt auch Betonungen einfügen. Also dann macht er einfach wieder einen Ton sozusagen, dann spielt er einfach eine Höhe. Und somit bekommt der Rhythmus dann natürlich auch ein Spiel und eine Geschichte, eine Erzählung. Ja? Ich mache das nochmal vor, beginne gleich ein bisschen schneller, einfach um euch das zu zeigen. Wunderbaren Tag.